Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und warum leuchten die Pöller? Achso, weil das ganze Anschlagsbrett. Ja, fängt ja schon mal gut an. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche aufgeschrieben. Der wegelose Bäre Tulus, der Schlitzer, wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als Trinkfest und ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich im Wildland von Wildmagiern im Herzenland. Er gilt als höchst gefährlich und wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ablebenssinn 170 N3 Lagorschen ausgeschrieben. Ja. Perfekt. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass ich. Aber wir wollten ja in die Bank rein. Banken eher mal sehr interessante Dinge. Könnte ich euch jetzt ziemlich viel wahrscheinlich darüber erzählen. Woi! Alla! Interessant. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Wie wäre es im Vertrag? Wäre es mit einem Vertrag über vermögenswirksame Leistungen, den wir stecken zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen? Ein Fondssparplan, ein ETF oder so? Hallo! Ich will ein Goldfach öffnen. Was ist das, ein Goldfach? An einem Anwesen ist es. Nein, ich will kein Bausparvertrag. Was ist ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Tja, so, einfach ist das nicht, ne? Wir haben ja alle Zinskrisen und es gibt keine Euro-Bonds-Zins mehr und Fett auch nicht. Naja, wie kann sich mein Geld von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Und dieses Geschenk zahlt ihr aus? Was, aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Oh Mann, Kreditgeschäfte, Anlageformen, Versicherungsverkauf, Kontogebühren, das sind doch keine komplizierten Themen. Erzählt mir, was ihr mit meinem Gold tut, wenn ihr wollt, dass ich es bei euch lagere. Na schön. Wir treiben damit Handel. Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden. Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Ja, so funktioniert einfaches Banking. Was passiert mit meinem Geld, wenn sich diese Investitionen als Fehlentscheidung herausstellen? Oh Mann. Noch nie was von Einlagenschutz gehört. Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Und jetzt genug der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Ja, guckt ihr doch mal 2007 an. Gefragt doch mal was mit morgens und Goldman Sachs passiert ist. Ich will ein Goldfach eröffnen. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Lel. Stell dir vor, ich würde einfach 100 Euro einzahlen und dann 100 auszahlen. Gut, bitte. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Ich habe jetzt keine 2112. Okay. Ich habe jetzt keine Beteiligungsscheine. Ich würde eher einen Kreditsparplan oder einen Vorsparplan machen.
Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Das war einfach der falsche Text, der da stand. Ich möchte mein Goldfach einsehen, was? Natürlich. Was steht dann da? 100. Durch Zinsen pro 1 Groschen pro Tag. Maximaler Zinssatz pro Tag 250. Das heißt, wenn wir es richtig bedenken, würden sich 25.000 Gold maximal lohnen pro Tag. Mehr bringt's halt nicht. So, mit 1.700 kann ich 1.100. Eine kluge Entscheidung. Kann ich... Natürlich. 1.100 einzahlen, das ist das, was sinnvoll ist. Eine Den Rest brauche ich als, zahlbares Geldmittel als... Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Girales Geldmittel. Ich möchte von meinem Goldfach abheben. Nein, ich bin doch an einem Wesen interessiert. Zeigt euch mal euer Angebot. Natürlich. Hä? Was ist das denn? eBay? Okay. Die haben zumindest alles. Sagen wir es mal so. Also Bücher und Baupläne. Warum man Baupläne bei einer Bank kaufen kann, ich weiß es nicht. Die LBS, da würde ich ja noch verstehen, oder Wüstenrot, ne? Aber das hier scheint mir eine Universalbank zu sein. Allerdings eine, die nur durch Investitionsgeschäft Geld verdient, so wie es klingt, nicht durch Kredithandel oder ja. Weiß ich noch nicht, wie sehr ich in diese Bank vertrauen würde. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer welcher Bank ihr seid. Ich bin bei der Santander und bei der Sparkasse. So. Jetzt weiß es jeder. Weil es ist jetzt nicht so irgendwas, wo man geheimnisvoll drüber reden muss, ne? Ich will hier nichts kaufen. Ja. Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Glaubt mir. Vor allem, was ist das denn für ein Name für eine Bank, Silrin und Freunde? Was ist das denn? Leeres Pergament. Schade, ich kann kein Geld in der Bank stehen. Kann ich einen Banküberfall machen? Hallo. Los, hoch. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich will alles. Alles haben. Es wäre richtig lustig, wenn ich mal die Bank überfallen könnte. Schade, das reicht nicht. Öffnen Bank. Wo komme ich denn jetzt in den Tresorraum? Oh, was haben wir denn hier? Oh! Oh! Doch, die Sachen nehmen. Kann ja nur ein Fehler sein, oder? Was ist das denn für ein Raum? Tresorturm, benötigt einen Schlüssel. Alter, ich kann die Tresortüren knacken. Alter, ich kann hier doch noch richtig mal einsteigen dann wohl. Oh. Oh, was ist das denn? Das sind ja wohl die großen Einlageräume dann. Ich war einmal, aber das war so ein Gefühl, ne? War ich in der Commerzbank? Ah, das ist meine? Oder wie? Hä? Lel. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Dieser Raum? Hä? Ist ein scheiß leerer Raum. Da kann ich aber nichts reinlegen, oder? Du sollte meist ein bisschen benötigt einen Schlüssel. Lol. Was soll mir das bringen? Also. Na, ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwann die Stufe habe. Dann kann ich hier richtig mal einsteigen und einen richtigen Heist machen. Mensch. Das kann aber spannend werden.
Achso, nee, hier war ja. Mensch, das wird lustig. Das wird wirklich lustig, glaube ich. Madame. Kann ich nochmal mit denen reden? Hallo. Nee. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich werde nämlich hauptsächlich nur da einzahlen. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist gut zu nutzen. Ich meine, Zinsen sind immer ein gutes Geschäft und hier, das funktioniert anscheinend gut. Ich vermute jetzt auch mal, dass das hier jetzt nicht so zu einer Finanzkrise führen wird. Ja. Deswegen vertraue ich da jetzt einfach mal drauf. Und was haben wir hier? Brot. Gebt auf euch acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Achso, das ist nochmal eine Bank. Oh Gott, sehr echt leer hier. Darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Guten Abend. Abend. Jetzt frage ich mich gerade, was das denn gesucht? Max schönes Blut. Das neremische Geschlecht der Buddenbrooks sucht Max schönes Blutes. Er setzt sich nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerem nach Enderal ab und wurde bei einem Bauernhof in der Nähe des Arka Hafens gesichtet. Für seine Ergreifung wird eine Belohnung von 10.000 neremische Goldtalern in Aussicht gestellt. 10? Fucking 1000? Selbst der Taxifahrer kennt mich. Alter! 10.000! Das ist, hart. Viel. Interesse an diesem Haus? Dann sucht er eine Audienz bei Sinnerinnen und Freunden, die Bank der Welt. Ja, traut es meinem Glück allein. Ich hab das Geld doch noch nicht. Ja, ja. Was? Konto der goldenen Sichel. Okay. Wo komme ich hier hin? Hier ist nichts. Doch, hier ist eine Truhe. Mit Mana-Tränken, geil! Ja. Interagieren Wegweiser. Achso. Also. Ja, geil, lohnt sich doch, wenn man nochmal solche Gänge dann besucht. Aber ich will eigentlich. Na los, geht weiter! Ich will eigentlich, doch irgendwo hin, wo ich schlafen kann. Ich suche nämlich jetzt eine Bank. Nicht eine Bank, eine Bar. Hier war doch irgendwo eine Taverne. Ich merke, dass hier nachts echt nichts los ist. Dass ich glaube, es ist besser, wenn ich, hallo? Wenn ich irgendwo da schlafe und dann früh morgens aufstehe, 7 Uhr oder so. Ja, ja, das Leid der Lieren, Lied der Levatüre, natürlich nicht das Leid. So, bin ich hier falsch? Sag mal, bin ich hier falsch? Guten Abend. Guten Abend. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Bin ich auf dem Friedhof? Ich bin ja doch nicht richtig, oder? Fremdenviertel ist doch richtig. Meine ich. Fremdviertel ist doch Eingangshalle. Da war meines Wissens nach die Taverne mit, das Hotel. So. Und in dem Splashtext wurde es mir gerade auch nochmal erklärt, wie das mit den Zinsen geht, ne? Also beziehungsweise wie, sondern das ist mit den Zinsen geht. Das ist die Taverne, da. Komm, 25 Kronkorken können wir raushauen, das geht. Was ist das doch so? Und sich, Mann, ist das voll hier! Eine Partie? Kommt, setzt euch doch. Aha. Vielleicht können wir auch noch erst das Geld gewinnen. Wollte Morales Würfel spielen, was muss ich dafür machen? Ach, na schön. Dann, lasst mal sehen. Alter, was haut die denn da raus? Wow, bestimmt euren Einsatz. Fangen wir mit was Kleinem an. Was ist das denn für ein Spiel? Ich kenne die Regeln nicht. Der Würfel zeigt eine Augenzahl von 6. Wenn ihr würfelt, darf eure Augenzahl nicht mehr als das Dreifache geben.
Was, wenn es weniger ist? Okay. Was? Eure derzeitige Augen. Ach so! Ach so, das ist wie 21. Jetzt zur Zeit habe ich 17. Ich würfel natürlich nicht nochmal. Mit einer Augenanzahl von 17 und dabei die maximale Augenzahl von 18 zu überschreiten, gewinnt ihr das Spiel. Scheiße. Ich verstehe. Aber das ist mir zu eine Partie? Kommt, setzt euch doch. Das ist mir zu glücksspielermäßig. Das ist ja. Da ist ja nichts an Strategie dabei eigentlich. Was wollt ihr? Was ist dieses Spiel? Ich würde gerne Gwen spielen. Wollte Schlacht und Trio mal spielen. Was gibt's denn da? Ich kenne die Ringel halt alle nicht. Ja, ich will 15. Backspace, Backselect. Was? Bündnis weist eine Stärke von 720 auf. Das kommt, weil ich... Ja, okay, ich habe die Karten 720. Wollt ihr die Würfel werfen, um die Stärke eures Stoßungs zu verstärken? Wie es zu tun, kostet euch 6 Groschen. Ich weiß nicht. Nee, 27 hört sich jetzt gut an. Er hat weniger. Das heißt, ich habe... mehr. Ah, das kann man spielen. Das kann man spielen, durchaus. Da bin ich auch mal bereit, mehr zu setzen. Ja. Ach ja, okay, mit der Taste kann ich es dann immer nachsehen. Ah, okay, verstehe. Jetzt verstehe ich das Spiel. Bei 29, ganz im Ernst, nein. Und ein Betrugsversuch, nein, das brauche ich da nicht. Ich muss auch nicht würfeln. Das sind, glaube ich, gute Karten. Wenn 10 das höchste ist, sind das echt gute Karten. Das ist ein bisschen wie Poker. Ja, da habe ich gewonnen, würde ich sagen. Gomez Balance, Stoßdruck wie seine Stärke von 19 Punkten auf aber Bollers Ballen. Okay, ja, doch trotzdem nicht gebracht. Leider gewinnt ihr weder noch Gomez. Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Ich verstehe. Komm, machen wir noch eine Runde. Eigentlich ist so Glücksspiel ja eh nie das, was ich jetzt so. Ja. Mache. Jetzt verstehe ich nämlich auch die Taktik der Würfel. So. Ich will nicht betrügen. 18. 26. Das Problem ist, er hat natürlich immer den Nachzug, ne? Ah, 26. Ich sehe 26 halt wieder als hoch an. Wir hatten halt noch nie kleine Karten, ne? 18. Wenn er jetzt würfelt, hat er gewonnen. Lol. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum er nicht gewürfelt hat? Bitte Frustarbeit und durchsucht die alte Nebelwacht. Ich warte in der Unterstadt auf euch. Muss ich nicht verstehen? Malfas zum Gruß. Klar gibt's ein Zimmer. Ja, ich nehme 10 sogar nur. Gut, wir lassen den Raum aufsperren.
Und bitte, dreht keine krummen Dinger, in Ordnung? Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Ach komm, jetzt sehen, schon gucken, das ist ja nicht... Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Ja. Ich warte ja. In der Unterstadt auf euch. Geht weiter. Warum alle hier hinten sitzen natürlich alle am Rauchen? Was ist denn hier los? Shiny. Hallo? Hallo? Wie sind das? Wer seid ihr? Nio, Isolda, Doria, Gunam? Wer seid ihr? So ist das eben. Schön, das ist das Bett von einem anderen. Naja. Ich hätte halt gerne lieber noch so ein paar, mehr Charaktere mit Namen gehabt, die man noch ansprechen kann. Schickes Zimmer, ne? Zur Säcke und so, aber, das macht mir nicht so. Wir werden jetzt eins und dann haben wir 8 Stunden. Ach, da sind wir ja wach wie die Hölle. Wenn wir 9 Stunden, dann ist es sogar 8 Uhr. Ich glaube, da fangen die Leute mit jetzt an zu arbeiten. Oh, morgen. Ich find, das finde ich sehr schön hier. Dass es halt so wirklich Tag- und Nachtzyklen gibt hier. Weil das ist echt der Unterschied im Gegensatz zu Fallout und Skyrim, die ich so damit halt gut vergleichen kann, weil klar, selbe Engine, selbe Entwickler, selbes Spieldesign. Da ist halt, wenn in Skyrim hast du nachts halt dieselbe Stadt wie tags. Es ist halt, klar, ein paar Händler sind nachts drin, aber das war's dann wirklich auch. So, würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal einen Cut. Bis in die nächste Folge und tschüss.